Herzlich willkommen. Hier spricht die Systemikerin Stefanie Bruns heute zu dem Thema Geburt. Es gibt 10 nützliche Informationen für euch über die Geburt. Ich habe das unterteilt in erstens Perfektion, zweitens die Geburtsposition, drittens das Atmen, viertens die Geburtseinleitung, fünftens die Geburtsstillstand. Was kann man machen, wenn die Geburt ins Stocken gerät? Sechstens das Abnabeln, siebtens die Nachgeburt, achtens das Bonding, die Bindung, die nach der Geburt entsteht, und neuntens das Stillen und zehntens das Windelfrei-Thema. Also, zum ersten Punkt, Perfektion. Wir sind von Natur aus auf Erfolg getrimmt. Ja? Die Geburt ist ein ganz natürlicher Vorgang und 87% aller Geburten verlaufen einfach komplikationsfrei. Das muss man sich auch einfach mal so sagen. Der Mensch verfügt über ein ausgeklügeltes Hormonsystem, welches zu jeder Phase der Geburt den Geburtsprozess perfekt unterstützt. Ja? Der Körper gebärt auch intuitiv, also auch Frauen, die gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, ja, und eine Geburt plötzlich erleben, das Kind kommt einfach raus. Ja. Es ist ein unwillkürlicher Prozess. Ja, wir haben die körperlichen Fähigkeiten, die Vagina, die kann sich so unheimlich enorm dehnen. Wenn du dir das richtig als Mantra einbaust und sagst, ich bin weit, unendlich weit, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Dann unterstützt du deinen Körper auch mental. Dann kannst du deinen Damm dehnen, ne, durch Massageöl und ihn auch auf diese Geburt vorbereiten. Auch unter der Geburt kannst du dich noch einölen und kannst somit auch unterstützend hingreifen, damit das nicht reißt. Also, der Beckenboden spielt ja quasi vom Bauch an bis zur Vagina eine große Rolle bei der Geburt. Also er führt wirklich das Kind von oben nach unten und auch er sollte möglichst entspannt sein. Das kannst du schon während der Schwangerschaft immer üben, den Beckenboden bewusst loszulassen. Ja? Also stell dir vor, du hättest eine Pforte und du öffnest sie weit, weit und lässt es immer mehr los. Ja? Und mit der Zeit entwickelst du eine Sensibilität für diesen Bereich. Und während der Geburt kannst du auch deinen Muttermund besonders entspannen, indem du einfach schnaubst wie ein Pferd. Weil das ist das Gesetz des Schließmuskels, so sagt das Ina May Gaskin ganz schön. Oben wie unten. Ja, also sobald du hier oben im Kieferbereich auch entspannt bist und in der Mundmuskulatur, kannst du auch deinen Muttermund dehnen. Indem du das massierst und übst schon im Vorfeld, kannst du auch sensibel für diesen Bereich werden. Zum zweiten Punkt, die Geburtsposition. Also auf altertümlichen Abbildungen sieht man die Frauen sehr oft im Stehen gebären, also in der aufrechten Geburtsposition, oder sie hängen sich an einen Baum oder an einen Ast, oder heute wird das viel auch angeboten, dass man sich an so ein Tragetuch hängen kann oder an ein dickes Seil, oder man stützt sich einfach ab bei den Geburtshelfern, also oder man kniet oder man ist in der Hocke. Also das sind alles Positionen, die sehr gut diesen Prozess von oben nach unten begleiten. Es gibt natürlich noch eine schlechtere Position als das Liegen im Bett und das ist, wenn man Handstand macht. Also das wäre dann noch ungünstiger. Genau, also je aufrechter dein Körper ist, umso besser ist das, ihn bei der Geburt zu unterstützen. Also es gibt Frauen, die laufen unter der Geburt, die haben häufig einen sehr schnellen Geburtsverlauf, weil das auch noch geburtsförderlich ist, aber das muss nicht sein. Also guck einfach, wie du dich fühlst. Manchen tut auch eine Wassergeburt gut. Manche gebären auch einfach ganz still im Sitzen. Also wenn ihr so Hypnobirthing-Kurse seht, dann sind die Frauen ganz still und die tönen auch nicht laut, sondern die atmen einfach diese Wellen. Und manche Frauen haben sogar ein Lustempfinden unter der Geburt und bekommen auch einen Orgasmus.
Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, dem Atmen. Also die Atmung unter der Geburt ist sehr intuitiv, wenn du dich auf deinen Körper verlässt. Ja, vertraue ihm einfach. Es wird in Geburtsvorbereitungskursen häufig gesagt, ja, man muss zu dieser Phase so atmen und dann kommt die Pressphase und dann muss man so atmen. Du kannst es auch alles von dir schieben, weil dein Körper wird ganz bewusst atmen. Ja? Lass ihm einfach. Achte einfach nur darauf, dass du den Atem nicht besonders anhältst, dass du nicht ins Stocken kommst. Ne? Lass ihn durch deinen Körper fließen und alles wird im Fluss sein. Zu den Presswehen noch ein Punkt. Häufig wird gesagt, ja, jetzt noch nicht pressen oder erst dann pressen, jetzt musst du aber mitpressen. Auch das macht der Körper von ganz allein. Also wenn die Presswehen durch deinen Körper gehen, dann ist es auch ein unwillkürlicher Prozess. Das ist unheimlich schwer, diesen überhaupt anzuhalten. Und wenn du versuchst, dieses Pressen zu untersagen, dann kostet dir das unheimlich viel Kraft, die dir wahrscheinlich an anderer Stelle einfach fehlt. Ja? Also versuche einfach intuitiv in deinen Körper reinzuhorchen. Wenn du presst an einer Stelle, an der es eigentlich nicht vorgesehen ist vom natürlichen Geburtsablauf, dann kann es sein, dass das deinen Körper auch sehr anstrengt. Ja? Also die Äderchen im Auge können platzen oder es kann ein Hämatom entstehen oder allein schon dieser Stress, weil du denkst, oh, warum habe ich jetzt nicht von alleine gepresst? Warum soll ich jetzt pressen und ich spüre mich noch gar nicht so? Ne? Ich spüre das noch gar nicht. Das kann auch irritierend sein und kann auch zu einem Geburtsstillstand führen. Ne? Dazu sage ich gleich nochmal was. Also schau einfach, dass du gut atmest, so wie das dein Körper in der Phase verlangt. Also wenn du unter der Geburt tönen möchtest, dann haben sich so tiefe Töne als sehr förderlich erwiesen, also U oder A oder O. Ja. Es kann auch sein, dass dir eine mentale Unterstützung gut tut. Ne? Also wenn du dir vorstellst, du bist eine Bärin oder du bist eine Äffin, die einfach gebärt, ohne darüber nachzudenken, ohne etwas über die Geburtsphasen zu wissen, ohne über die Atmung unter der Geburt etwas zu wissen, sondern einfach nur ihr Kind bekommt, ja? Dann kann das auch hilfreich sein. So, jetzt kommen wir zum vierten Punkt, die Geburt einleiten. Also man muss erstmal sagen, zu diesem errechneten Geburtstermin kommen nur 4% der Kinder zur Welt. Ja? Also das heißt, ringsrum häufiger. Ne? Also 3 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ist es vollkommen normal, wenn ein Kind kommt und 2 Wochen nach dem Geburtstermin. Ich weiß, meistens ist es so, dass die Frauenärztinnen unruhig werden oder die Geburtsbegleiter im Krankenhaus und sie bestellen euch dann täglich zu einem CTG oder sie sagen, wir wollen mal probieren, wie sie auf dieses Wehenmittel reagieren. Macht das nicht, das ist eine unnatürliche Einleitung des Prozesses. Ja, euer Kind ist noch nicht so weit, es wird kommen. Schaut einfach, dass ihr euch gesund ernährt, wie immer während der ganzen Schwangerschaft und viel bewegt, ja, und vor allen Dingen Ruhe bewahrt, ja. Du solltest auch wissen, dass der errechnete Geburtstermin häufig vom Tag der letzten Periode aus errechnet wird. Viele Frauen haben aber einen unregelmäßigen Zyklus, ja. Das heißt, ein paar Tage hin und her kann es immer sein. Also insofern lasst euch nicht verrückt machen von dem errechneten Geburtstermin. In diesen 5 Wochen wird euer Kind irgendwann kommen. Ein paar Tage vor oder zurück, das ist absolut normal. Du spürst, ach, ich habe jetzt wirklich schon genug von dieser Schwangerschaft und ich möchte endlich, dass mein Kind kommt. Ich bin bereit. Dann kannst du versuchen, so ab der 38. Woche dein Kind freundlich einzuladen, ja? Also laufe viel in aufrechter Haltung. Du kannst viel Liebe machen mit deinem Partner. Die Brustwarze stimulieren, viel küssen. All das sind Sachen, die Östrogene freisetzen, die den Geburtsvorgang einleiten, wenn es soweit ist. Ja?
Also, wenn ihr miteinander schlaft, dann sollte das Ejakulat wirklich auf dem Muttermund landen, weil das macht ihn besonders weich und setzt eben auch die Prostaglandine, die in dem Sperma vorhanden sind, direkt an die Stelle, wo sie zur Öffnung mit beitragen können. Wenn es soweit ist. Ja. Also es sind nur unterstützende Mittelchen. Jetzt zum fünften Punkt, dem Geburtsstillstand. Also wenn die Geburt ins Stocken kommt, dann kannst du einfach dich entspannen und sagen, irgendetwas ist jetzt hinderlich. Ja? Also evolutionsbiologisch ist ein Geburtsstillstand immer etwas sehr Sinnvolles. Also bei ungünstigen Bedingungen kann es einfach sein, dass der Körper intuitiv die Geburt anhält. Oder er sorgt dafür, dass die Geburt sehr, sehr schnell beendet wird. Also stellt euch vor, ein wildes Raubtier würde plötzlich aus dem Busch springen und vor euch stehen, dann gibt es nur zwei Varianten. Entweder ihr haltet die Geburt zurück, damit ihr angreifen könnt, oder fliehen, oder ihr gebärt ganz schnell, um dann mit eurem Kind zu fliehen oder anzugreifen. Ja? Also das sind die evolutionsbiologisch sinnvollen zwei Varianten. Insofern ist es ja heute so, dass im Krankenhaus kommt kein wildes Raubtier mehr, aber was könnte noch für ungünstige Bedingungen einfach vorhanden sein? Kann sein, dass euer Unterbewusstsein bestimmte gefahrenvolle Situationen empfindet. Zum Beispiel das CTG. Ja? Wenn ihr eins habt, wo ihr mit rumlaufen könnt, kann es trotzdem irritierend sein für euch, weil das ja immer gemessen wird. Und dann wird der Geburtsvorgang von einer anderen Person auch noch kommentiert. Selbst wenn es nicht kommentiert wird, habt ihr die Sorge, ist es jetzt auch richtig, was sagt das CTG? Dann können diese vaginalen Untersuchungen unter der Geburt, um festzustellen, wie weit euer Muttermund eröffnet ist, kann auch als unangenehm empfunden werden. Ja? Das ist ein sehr invasiver Vorgang. Das muss nicht sein. Also der Stand des Muttermundes sagt eigentlich nichts darüber aus, wie lange es noch dauert. Und solche Analogien werden aber sehr schnell gebildet. Also das heißt, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, damit er sich 2 Zentimeter eröffnet, also brauche ich für die nächsten 2 Zentimeter auch noch mal eine Stunde. Das ist Quatsch. Euer Körper kann unheimlich schnell den Muttermund öffnen und auch unheimlich schnell wieder schließen. Also insofern kann es sein, dass es, obwohl es keine bedrohlichen Raubtiere mehr gibt, zum Beispiel ein hereinschneidender Arzt auch als bedrohlich empfunden wird. Ne? Also schaut, dass ihr irgendwie Ruhe gebären könnt. Also das ist ein sehr, sehr intimer Vorgang. Und wenn ihr schaut, wie die Tiere das machen, die gehen auch nicht mitten in die Horde und gebären darin, sondern die suchen sich meistens ein stilles Plätzchen, wenn sie die Möglichkeit haben, und gebären da. Ja. Oder halt mit wirklich vertrauensvollen Personen. Also es kann schon sein, dass wenn euer Partner mit dabei ist und der ist unheimlich verspannt und verkrampft, dass das sich auch auf euch überträgt. Also schaut, dass ihr mit Personen gebärt, die sehr entspannt sind. Und sagt das auch. Sorgt für euch. Ja? Also wenn die Geburt ins Stocken gerät, könnt ihr auch noch natürlich, so wie bei der Einleitung, das durch Küssen und Brustwarzenstimulation und vielleicht auch, wenn ihr könnt, mit Beischlaf nochmal vorantreiben. Ja? Also schaut, dass ihr günstige Bedingungen habt und die natürlichen Östrogene freisetzt. Ja? Es kann auch sein, dass die Akupressur unheimlich gut hilft. Also im Internet findet ihr eine sehr gute Broschüre von Debra Betz. Ich schreibe das auch noch mal drunter unter das Video, dann könnt ihr das nachlesen. Da könnt ihr ganz einfach durch bestimmte Punkte am Körper, auch an den Händen, sehr schnell euch selber unterstützen. Ja, wenn ihr gute Erfahrungen mit Schüsslersalzen gemacht habt, mit Homöopathie, Heilstein oder Kräutern, auch das sind alles Dinge, die sehr förderlich sein können. Ja. Jetzt kommen wir zum sechsten Punkt des dem Abnabeln. Ja, also beim Abnabeln könnt ihr euch wirklich Zeit lassen, auf jeden Fall bis die Nabelschnur auspulsiert ist. Du kannst auch überlegen, ob du nicht einfach eine Lotusgeburt probieren möchtest.
Das ist so, dass du die Plazenta nach dem Gebären einfach am Kind dran lässt. Ja, das wird dann nach ein paar Stunden des Abtropfens, kann man so über ein Sieb abtropfen lassen, kannst du sie mit Salz einpökeln, das sage ich immer liebevoll, und dann fällt das von ganz alleine ab. Ja? Die Plazenta ist ja wie das erste Organ. Also bei der Zellteilung bilden sich zuerst zwei Zellen und das eine wird das Kind und das andere wird die Plazenta, die das Kind die ganze Zeit ernährt. Also insofern, das ist auch eine Sache, die kann man jederzeit beenden. Also wenn ihr nach einem Tag merkt, ach, das ist mir nichts mit dieser Plazenta da am Kind, dann könnt ihr das immer noch abnabeln. Ne? Das ist einfach ganz unkompliziert und das ist eine Überlegung wert. Ihr könnt euch einfach Zeit lassen für diesen ganzen Abnabelungsprozess oder ihn alleine abfallen lassen. Also durchschnittlich 2 bis 10 Tage dauert, dass ihr das von alleine abfällt. So. Zum Thema Nachgeburt. Ja, also auch die Nachgeburt kann dauern. Im Klinikalltag werden so 10 Minuten, Viertelstunde ist vorgesehen. Ja, wird so angedacht, dass innerhalb von 10 Minuten die Plazenta kommt. Das kann der Durchschnitt sein, muss aber nicht. Also es gibt auch Frauen, die gebären im Extremfall 3 Tage nach der Geburt erst noch die Plazenta. Aber so unmittelbar ist es. Eine Stunde, kann auch 3 Stunden dauern, ja. Also, das solltet ihr einfach wissen. Wenn ihr nicht jetzt übermaßen gefährlich blutet, dann lasst euch Zeit für diesen Prozess. Es werden ganz viele Nachbehandlungen einfach nur durch dieses schnelle Plazenta-Gebären produziert, ja. Also, es wird auf den Bauch rumgedrückt, es wird Oxytocin gespritzt, es wird gezogen. Und dann ist eben die Plazenta nicht vollständig und ihr müsst noch zu einer Kuretage, eine Ausschabung. Ne? Also schaut, wenn sich alles gut anfühlt, dass ihr dem wirklich Zeit gebt und sagt das auch dem begleitenden Geburtspersonal. Ja? Also am besten kommt die Nachgeburt auch in einer aufrechten Position, so wie auch das Kind am besten aufrecht kommt. Ja? In der Klinik wollen die nicht so gern, dass man unten auf dem Boden hockt wegen den Keimen. Dann hockt euch aufs Bett, wenn es nicht anders geht. Ansonsten können die auch so eine Folie drunter machen. Also ist alles kein Problem, wenn ihr nur sicher seid, ne? Und das am besten auch schon im Vorfeld besprechen, wie ihr das wollt. So, zum 8. Punkt, dem Bonding. Also innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt entsteht eine vertrauensvolle Bindung zu den wesentlichen Personen. Diese erste Stunde solltet ihr wirklich sehr entspannt verbringen und mit den unmittelbaren Bezugspersonen, das Vater, Mutter, Kind, also Geschwister, es kann auch jetzt noch, können Großeltern sein oder unmittelbare Freunde, aber seht zu, dass es irgendwie so 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie groß eure Familie schon ist, dass es sich darauf beschränkt, ja. Alle, relativ unwichtigen Sachen wie wiegen, messen, waschen, anziehen, untersuchen, das kann auch alles nach einer Stunde noch erledigt werden. Ne? Also die Ärzte drängen so gerne und die Hebammen auf diesen Apgar-Index. Man sieht es schon, dass, wenn das Kind gut aussieht. Ne? Also es sei denn, es hat Sauerstoffmangel erlitten oder so, dann ist es sinnvoll, diesen Apgar-Index zu machen. Aber ansonsten, wenn es eine natürliche Geburt ist, könnt ihr einfach damit warten. Ne? Man kann das auch alles noch nach einer Stunde machen. Das ist wirklich unwesentlich und für euch ist das so eine wertvolle Zeit. Das solltet ihr einfach im Hinterkopf haben. Ne? Apropos Anziehen. Also, euer Kind kommt von einem feuchten Zustand ins Trockene und am angenehmsten ist es natürlich, wenn es ganz nackig auf eurer Haut liegt. Ja? Und das bisschen Käseschmiere, das kann alles dranbleiben, ein bisschen Blut und so. Guckt einfach, dass ihr ihm einen schönen Empfang bereitet und dass ihr schön zusammenwachst. Ja? Und am besten auf der Haut. So, jetzt kommen wir zum 9. Punkt, dem Stillen. Ja? Das Stillen fördert erstmal die Nachgeburt. Also, sobald das Kind geboren ist und ihr legt es euch auf den Bauch, dann versucht es von alleine da irgendwie hinzukrabbeln. Ja? Das spürt an der Brustwarze, es ist einfach wärmer. Das spürt es intuitiv und es versucht da hinzukommen und will trinken. Ne? Oder es schläft erstmal. Also, das kommt ganz darauf an. Aber ihr könnt es einfach versuchen, von alleine sich dahin bewegen zu lassen. Ein unheimlich schöner Moment.
Das Stillen fördert auch das Zusammenziehen der Gebärmutter wieder. Also im Nachgeburtsprozess werdet ihr merken, immer wenn ihr stillt, kommen die Nachwehen. Ja, also das ist einfach sehr förderlich. Und dann solltet ihr wissen, die Milchmenge, die passt sich immer genau dem Bedarf an. Also wenn euch jemand sagen will, ihr habt nicht genug Milch oder so, lasst euch nicht einschüchtern. Die Milch, die kommt, ja. Und wenn ihr einen Tag lang zu wenig habt oder zwei Tage, in dieser Zeit, wenn ihr häufig anlegt, adaptiert sich die Menge. Also das heißt, ihr habt dann so viel Milch, wie benötigt wird. Das ist ein unheimlich natürlicher, unglaublicher Prozess. Ja, wenn du den Eindruck hast, die Milch reicht nicht, sei einfach geduldig. Nach zwei Tagen hast du wieder welche. Deine Milch ist das Beste, was du deinem Kind geben kannst. Ja? Forscher haben vor ein paar Jahren herausgefunden, dass beim Stillen der Speichel des Kindes durch die Brustwarze in die Brust eindringt und dass dann innerhalb der Brust ein für das Baby eine spezifische Milchzusammensetzung hergestellt wird. Ja, also natürlicher geht's nicht. Es ist unheimlich optimal für dein Kind. Also, wenn du dann nach ein paar Monaten merkst, dein Kind greift nach ein paar Nahrungsmitteln, ne, gib sie ihm in die Hand, lass es probieren. Wenn es Zähnchen hat, wird es probieren, was abzuknabbern. Wenn nicht, wird es einfach die Nahrungsmittel im Mund erspüren. Und so besorgt es sich selber Beikost. Ja? Also im Englischen heißt das Baby-led Weaning, also vom Baby selbst bestimmte Fütterung. Also die sind sehr intuitiv und sorgen für sich. Ja, nachts schläft dein Kind am sichersten, wenn es bei dir schläft. Und für das Stillen ist es sehr, sehr einfach, weil du dann einfach andocken kannst und weiter schlafen kannst. Ja. Und natürlich auch abhalten. Jetzt kommen wir zum 10. Punkt, windelfrei. Also jedes Kind auf der ganzen Welt kann Signale geben, von Anfang an. Das ist eingebaut in den menschlichen Organismus. Also es signalisiert, wann es einmal muss. Am besten beobachtest du das, wenn du das nach die ersten paar Wochen einfach so häufig wie möglich nackig liegen lässt und beobachtest. Es wird in der Mimik vielleicht was sein oder der Körpertonus ist angespannt oder es macht bestimmte Laute. Und es signalisiert dir damit, es muss mal. Dann kannst du es einfach nehmen und über einem kleinen Töpfchen, Gefäß abhalten. Das kann eine Schüssel sein, eine Rührschüssel, es ist vollkommen egal. Ein Eimerchen aus dem Sandkasten. Ganz niedrigschwellig, ja. Ihr braucht nichts dafür. Ihr braucht auch keine speziellen windelfrei Hosen oder irgendwas. Zieh ihm einfach einen Schlüpfer an, auch wenn er noch zu groß ist am Anfang. Und eine Hose und ihr werdet sehen, du kannst es abhalten. Aber natürlich entspannt dabei sein. Ne? Also wenn du merkst, es stresst dich zu sehr, lass es sein, zieh ihm lieber eine Windel an. Aber wenn du merkst, ach Mensch, toll, es funktioniert, ich erkenne seine Signale und kann es abhalten, dann ist es für euch eine sehr, sehr schöne Art der Kommunikation. Ja? Das ist die erste funktionierende Kommunikation. Ja, das war's. 10 Punkte zum Thema Geburt plus, war ja schon beim Windelfrei gelandet. Unter das Video schreibe ich noch 3 empfehlenswerte Bücher. Und ansonsten könnt ihr auch die Buchempfehlung immer auf der Webseite www.diesystemikerin nachlesen. Da habe ich unter Links alles nochmal aufgeführt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Viel Freude beim Prozess. Tschüss.